Tausende Autos rauschen täglich vorbei an dem Haus, das an der B27 steht. Mitten auf einer Verkehrsinsel ähnelt es eher einem Container. Willkommen in meinem Zuhause. Ist ein bisschen klein, also Achtung. Helin wohnt für eine Woche auf einer Fläche, die andere für ihr Gartenhaus haben. Auf 7,3 Quadratmetern. Ich zeige einmal hier mein Bad. Hier mein kleiner Mini-Kühlschrank. Das ist ein Versuch für Helin, die noch zu Hause wohnt. Ich wohne tatsächlich mit meiner Mama, weil ich keine Wohnung finden konnte. Es geht einfach nicht, dass man als junger Mensch eine Wohnung kriegt. Für einen Film dokumentiert sie alles. Nur langfristig hier wohnen, das kann sich die Ludwigsburgerin nicht vorstellen. Eine Woche später zieht Helin aus und Andrea ein. Gefühlt war es ja hier größer, als wir uns das vorher gedacht haben, weil einfach diese große Glasfront, die man hier jetzt auch ein bisschen sieht im Hintergrund, noch mal so ein Gefühl von Freiheit gibt. Normalerweise wohnt Andrea in Stuttgart in einer 100 Quadratmeter Wohnung. Allein. Durch einen Aufruf in der Zeitung ist sie draufgekommen, bei diesem Wohnprojekt auf Zeit mitzumachen. Meine Idee ist schon, dass, wenn ich irgendwann mal nicht mehr arbeiten gehe, dass ich mich dann verkleinere. Weil dann habe ich Zeit, um das zu machen, was ich eigentlich sehr gerne mache. Ich möchte ein bisschen durch die Welt reisen. Mir ist es aber wichtig, dann hier einen Anker zu haben. Nur ein Anker von 100 Quadratmetern ist definitiv zu groß. Hier zu leben kann sie sich nicht vorstellen. Doch der Wahnsinnsverkehr Tag und Nacht hat Andrea kaum gestört. Und noch mal eine Woche später. Guten Morgen. Ja, so halb. Dürfen wir reinkommen? Sehr gerne. Wohnen Yannick und Oliver in dem Mikrohofhaus. Die beiden kommen aus Mainz und Darmstadt, sind Studenten und geben sich die 7 Quadratmeter zu zweit. Funktioniert nur, wenn Ordnung herrscht und der eine die Zähne in der Küche putzt, während der andere duscht. Also wir sind ja auch hier aufgrund unseres gemeinsamen Projekts auf YouTube. Im YouTube-Kanal zusammen, nennt sich Rethink Nation. Da machen wir viel über nachhaltige und faire Klamotten. Anfangs mittlerweile aber auch in andere Bereiche mit hinein. Auch ein bisschen mehr Essen, ein bisschen mehr nachhaltiger Leben, plastikfreier. Von daher ein bisschen Öko, ja. Bist du bald fertig? Ja, ja. Alles klar. Frühstück wie immer? Frühstück wie immer, super. Im Gegensatz zu den Frauen können sich die Männer gut vorstellen, so zu leben. Ich habe für mich meinen kleinen Freiraum, fühle mich da pudelwohl, habe alles, was ich habe, lebe minimalistisch, lebe nachhaltiger und habe aber dann zusätzlich für mich noch so meinen eigenen kleinen Garten, so einen Ticken Natur, kann ich mir schon gut vorstellen. Wäre das nicht vielleicht sinnvoll, eher vielleicht auch eigenen Projekten nachgehen zu können, vielleicht weniger auf Geld angewiesen zu sein? Das ist natürlich verlockend, wenn man hört, sowas kostet 20.000 Euro, im Gegensatz zu Wohnungen mit mehreren 100.000 Euro. Aber das könnte schon eine spannende Alternative auch für meine Zukunft sein, ja. Hey Leute, was geht ab? Wie hoffen, das geht euch gut? Das ist Olli, ich bin Yannick. Herzlich willkommen. Wie sich das Wohnen der Zukunft anfühlt, das probieren Abenteuerlustige gerade aus. In dem Mikrohofhaus auf der Verkehrsinsel an der B27 mitten in Ludwigsburg.